Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind heute hier bei Nordsee. Das ist das allererste Mal eigentlich, dass ich in einem Nordsee-Restaurant bin. Wir hatten die Auswahl zwischen einer Snackbar und 10 Kilometer über die Straße hinweg gab es noch ein Restaurant direkt. Und ja, ich bin ja eigentlich immer so Backfisch-Fan. Habe ich aber jetzt nicht genommen, oder auch doch, ich weiß nicht. Denn diese Snacks, die man da hat, das ist ja auch so ähnlich, einfach mit Panade drumherum. Einmal Fisch und Chips für den Ramses von Nordsee. Das ist Qualität, wenn es um Fisch geht, ne? Eine dicke, große Cola noch dazu. Pupsi ist schon am Spachteln. Eigentlich wollte ich Cocktail-Dip. Habe jetzt aber Knoblauch-Dip bekommen, aber eigentlich nehme ich sonst auch immer Knoblauch. Deswegen ist es jetzt nicht so tragisch. Wir zeigen euch mal, wie das jetzt aussieht hier. Probieren das dann mal und gucken mal, ob Nordsee das hält, was es verspricht. So, da seht ihr es auch schön angerichtet. Hier habt ihr nämlich ein paar leckere Chips, während hier der Fisch liegt. Eigentlich mag ich ja so kartoffelige Sachen nicht, aber die sehen sehr trocken und knusprig aus. Vielleicht, wenn die gut gesalzen sind oder irgendwas dabei. Hat das dann einen guten Geschmack? Also der Knoblauch-Dip ist auf jeden Fall heftig. Richtig Aioli-Note. Eine Cola dabei, wie gesagt, Pupsi hat dasselbe. Sie hat eine kleine Portion. Bei mir eine große Portion. Der Unterschied ist jetzt nicht so extrem gravierend. Kostet aber auch nur... Was? 50 Cent mehr. Wollte ich gerade sagen. Kostet aber auch nur 50 Cent mehr. Deswegen könnt ihr da ruhig zu einer großen greifen. Werdet das sicherlich schaffen. Könnt ihr ruhig zupacken. Jetzt stelle ich euch mal wieder auf mein Coca-Cola-Glas. Wenn ich nämlich niemanden habe, der filmt, dann mache ich das jetzt immer so heimlich. Obwohl eigentlich hätte ich das auch alles so essen können. So seht ihr nochmal, wie es angerichtet ist. Sieht also eigentlich richtig gut aus. Kann man, glaube ich, nichts verkehrt machen für zwischendurch. Sich einfach da mal so ein bisschen Fisch gönnen. Ich weiß nicht, ich nehme das jetzt alles in die Hand einfach mal. Ich bin mal so frei. Wir dippen das mal hier rein. Mmh. Wunderbar. Noch schöne Pommes hinterher. Richtig gute Kombination. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, geht mal zur Nordsee, wenn ihr noch nie bei Nordsee gegessen habt. Fisch können die, ne, sag ich mal. Ich bin ja immer enttäuscht, wenn ich irgendwo auf dem Jahrmarkt bin oder bei beim Theresienfest, sonst was. Ich will immer Backfisch haben. Und keiner kriegt es hin, mal einen guten Backfisch zu kriegen oder irgendwas Leckeres, Knuspriges. Das ist auf jeden Fall, schmeckt so und ist als Snack verpackt. Das ist genial. Das würde ich mir öfters gönnen. Leider gibt es das bei uns ja nicht. Da muss man extra bis nach Erfurt fahren, dass man einfach mal einen gescheiten Fisch essen kann. Das war es auch schon wieder von unserer Folge diesmal. Nur eine kleine Folge, einfach mal zum Probieren. Also sowieso, bevor man irgendwo hingeht und sich den Magen vollschlägt. Dein was? Dein Dessert? Soll ich es mal nehmen? Was ist das? Apfelzimt? Mhm. Hier gibt es auch noch ein Apfelzimt-Dessert. Hm? Für Pupsi einfach noch was Süßes für zwischendurch. Ja, probieren kann ich es auch gleich. Vielleicht. Obwohl, riecht nach Apfel, riecht nach Zimt. Muss ich jetzt nicht für euch probieren, das probiere ich heimlich. Nicht, dass jemand sieht, dass ich was Süßes esse. Pupsis Plan war ja, sie wollte sich schnell einen Cheeseburger holen. Dann wollte man hierher essen. Um dann auf dem Heimweg noch eine Pizza mitzunehmen, damit man richtig sieht, wovon es kommt. Nee, aber das ist wenigstens was Kleines so zum Naschen. Ich wollte auch mal diesen Falafel-Döner noch ausprobieren. Den muss ich mal gucken, ob ich den hier noch mal sehe in der Stadt. Es gibt auf jeden Fall wieder viel zu entdecken. Erfurt ist groß und wir haben viel zu wenig Zeit, aber Nordsee musste einmal sein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.